Das nächste Pattern, was ich zeigen will, ist Composite. Verbundstoff wäre das auf Deutsch. Also was Verbundenes, der Verband, der Verbund. Das kennen Sie aus Zeichenprogrammen. Ich habe jetzt hier einfach mal OpenOffice Impress aufgemacht. Ich baue mehrere Objekte. Der hier zum Beispiel, den kann ich für sich verschieben, den kann ich für sich drehen. Die Ellipse kann ich für sich verschieben, kann ich für sich drehen. Die Freihandlinie kann ich für sich verschieben und so weiter. Sie können die aber auch zusammenfassen zu einer Gruppe. Okay, zusammenfassen zu einer Gruppe und dann haben Sie die insgesamt auf einen Schlag. Das verhält sich insgesamt wie ein einzelnes. Ich kann die insgesamt verschieben, ich kann sie insgesamt drehen. Die Gruppe verhält sich wie die Einzelelemente. Das ist eine ganz typische Funktion in Zeichenprogrammen, dass ich gruppieren kann. Wir wollen natürlich keine Zeichenprogramme hier entwickeln. Denken Sie an virtuelle Kraftwerke. Sie können diverse Kraftwerke zusammenbinden in ein Kompositum, ein virtuelles Kraftwerk, und das soll sich wieder verhalten wie ein Kraftwerk. Dann haben Sie ein dummes Beispiel aus den regenerativen Energien, dass man ähnliche Konstruktionen da braucht, dass sich ein Verbund so verhalten soll wie ein einzelnes Ding. Und das Pattern dafür nennt sich entsprechend Composite, Verbund, Verband, für den Nummer 3, den Text schreibe ich in Nummer 3, ich male erst nochmal was auf für Nummer 2. Also der Programmcode kommt hier in Nummer 3, ich male erst nochmal auf, wie das abstrakt aussieht für die Nummer 2. Logisch soll das so sein, es gibt so einen Verbund, einen Composite. Und dieser Verbund enthält Einzelteile, die heißen dann nachher Leaf. Wird gleich klar, warum die Leaf heißen, Blatt. Der Verbund kann aber auch wieder einen Verbund enthalten. Das ist erlaubt an der Stelle. Wenn ich Sachen zusammenfasse, dass ich auch zusammengefasste Sachen nochmal zusammenfasse. Und da können vielleicht auch wieder weitere Einzelteile drin sein. Vielleicht sogar wieder ein Composite, aber ich will es nicht übertreiben. Ich mache jetzt mal lauter Leaves hin. Ne? Das wäre nachher so eine logische Struktur dahinter. Drei Sachen gruppiert zu einem Composite und dieses Composite gruppiert mit zwei weiteren Sachen zu einem weiteren Composite. Dann haben wir auch sofort die Sprachregelung hier. Composite, der Verbund, klar, weil mehrere Sachen drinnen hängen. Die Einzelteile heißen Leaves, weil das hier aussieht wie ein Baum. Wenn Sie sich an letztes Semester erinnern, ein Baum in der Informatik oder ein Baum in der Graphentheorie, der sah ja immer gerne falsch rum aus. Der wächst ja immer gerne mit der Wurzel von oben nach unten. Das hier wäre die Wurzel. Und die letzten hier, die keine weiteren Verzweigungen mehr haben, das waren die Blätter, wie beim wahren Baum. Hier hängen die Blätter an den letzten Verzweigungen und deshalb heißt das hier Leaf. Die Einzelteile heißen deshalb Leaves, weil es ab da keine weiteren Verzweigungen gibt. Daher die Bezeichnung. Das ist ein Versuch, diese logische Struktur darzustellen. Das ist kein Vererbungsdiagramm. Vorsicht, kein Klassendiagramm, was schreibe ich hin? Kein Vererbungsdiagramm schreibe ich hin. Kein Vererbungsdiagramm, nicht durcheinander bringen. Vererbungsdiagramm. Es erbt nicht Leaf von Composite, das ist nicht gemeint. Es gibt so eine Art Kind-Mutter-Verhältnis, aber auf andere Weise, nicht bei der Vererbung hier. Hier geht es nicht um Vererbung, sondern vielmehr enthält ein Composite eine Sammlung von Leaves und, wenn man will, noch eine Sammlung von Composites. Und dieses Composites kann wieder weitere Leaves oder sogar weitere Composites enthalten. Also kein Vererbungsdiagramm hier. Die Vererbung selbst, und hier haben Sie noch Platz in Nummer 2, die Vererbung selbst sieht etwas anders aus. Dann als Klassendiagramm aufgemalt. Das sieht deutlich einfacher aus. Ich habe das Leaf,
das Einzelteil, zum Beispiel in OpenOffice eine Ellipse oder ein Rechteck, was auch immer ich an Einzelteilen haben mag, also auch typischerweise diverse Sorten von Leaves. Und dann habe ich ein Composite, eine Zusammensetzung. Und beides das erbt von Component. Deshalb ist es dann austauschbar, eine Komponente. Beides ist eine Komponente. Nein. Beides ist eine Komponente. Komponent in der Form. So sieht dann das Klassendiagramm aus. Also hier, Vorsicht, das ist die logische Struktur, wer jetzt wen enthält. Und das ist die Klassenstruktur. Ich möchte Komponenten haben, die austauschbar Einzelteile sind oder Zusammensetzungen sind. Und diese Zusammensetzungen können dann wieder Sachen von derselben Sorte enthalten. Das ist der Trick. Diese Composites können wieder Sachen von derselben Sorte enthalten. Die Leaves sind atomare Einzelteile. Das kann man jetzt in diesem Klassendiagramm noch weiterführen. Das fände ich ein bisschen hart für den Anfang. Ich hoffe, das ist klarer, wenn ich es hinschreibe in Programmcode, wie das gemeint ist. Also, das wird jetzt Nummer 3. Ich möchte, dass die Einzelteile und diese Gruppen eine gemeinsame Mutterklasse haben. Component hieß die. Also muss ich die hinschreiben. Class Component. Component. Und diese Mutterklasse soll die üblichen Funktionen haben, zum Beispiel zum Verschieben, zum Drehen, wenn es jetzt um Zeichenobjekte geht. Wenn es um virtuelle Kraftwerke geht, werden wahrscheinlich irgendwelche Energiekontingente buchen an der Stelle. Aber damit es leichter zu verstehen ist, lasse ich jetzt mal das bei der Idee der Zeichenfunktion. Da habe ich vielleicht sowas wie public void move, bewege einfach das jeweilige Teil double x, double y. Vielleicht habe ich eine Rotationsfunktion, eine Funktion, um die Farbe zu ändern und so weiter und so weiter. Stimmt da alles drin? Schreibe ich da alles nicht rein? Alle gemeinsamen Funktionen, alles, was die Einzelteile können, was jedes Einzelteil kann, aber was auch diese Zusammensetzung können. Denn beide erben von Component. Was werde ich sinnvollerweise mit dieser Klasse Component machen? Was schreibe ich da noch zu? Der sollte unbedingt abstrakt sein, dass ich niemals eine Instanz bauen kann. Denn das, was ich im wahren Leben habe, sind entweder die Einzelteile oder die Gruppen. Aber diese abstrakte Geschichte Component, die gibt es ja nicht wirklich. Insofern wäre es sinnvoll zu sagen, die soll abstrakt sein. Es soll nicht wirklich eine Instanz davon gebaut werden können. Dann geht garantiert was schief, wenn man das versucht. Wenn das abstrakt ist, ist das schön, dann mache ich das hier einfach auch abstrakt und sage, okay, die Kindklassen sollen sich darum kümmern, wie denn diese Bewegung und das Drehen und das Einfärben und was auch immer stattzufinden hat. Das ist die Mutterklasse. Sie sehen, das ist ja gewaltig eine Zeile. Jetzt könnte man, wenn man bei der Analogie von den Zeichenfunktionen bleibt, könnte man sagen, okay, ich möchte so ein Einzelteil haben, zum Beispiel ein Rektangle. Das wäre ein Beispiel für so ein Leaf. Ich möchte eine Funktion haben, die mir eine Klasse haben, die Rechtecke darstellt. Die ist natürlich dann abgeleitet von dem Component. Das war ja der Sinn der Geschichte. Und müsste diese abstrakte Methode implementieren. Override, na, komm schon. Move, da haben wir sie. So sieht das aus. Ich schreibe das jetzt. Ja, ich lasse mal so stehen. Oder? Ich nehme das hier mit der Exception mal raus, um Platz zu sparen. Da müsste jetzt irgendwas Nennenswertes passieren. Genauso würde ich ableiten, eine Ellipse und Text und Freihandlinie und so weiter. Das wären alles die Leaves. Die Einzelteile. Und jetzt kommt die zweite Ableitung, die zweite große andere Ableitung. Wenn ich das Bild angucke, das wäre das Composite dieser
Upsala, nicht da. Der Verbund. Ich leite obendrein, nicht Chaos, sondern Class. Ich leite obendrein diesen Verbund ab. Composite. Ebenfalls von Component. Der soll natürlich auch dann diese Bewegungsfunktion haben und Drehfunktion und Einfärbfunktion, was man auch immer hat. Also auch die überschreiben. Aber es kommt noch was hinzu. Das Wesentliche an diesem Composite ist, dass er eine Sammlung enthalten muss. Wie kann ich das jetzt formulieren? Also das Composite, so eine Gruppe, soll wissen, wer dabei ist. Und das ist wirklich nach 2 Minuten. Sehen Sie, das muss ja dann ganz blöd einfach eine Liste von Components sein. In dieser Form. Components nenne ich die dann einfach. Components. So. Und vielleicht schreibe ich sofort da tatsächlich die neue Liste hin, so, dass die auch erzeugt wird. So sähe das aus. Dieses Compositum, die Gruppierung, der Verbund, hat nicht nur die üblichen Funktionen, sondern es merkt sich auch, wer enthalten ist. Und wer kann enthalten sein? Alles Mögliche. Component ist ja die Mutterklasse für, die Mutterklasse für die Einzelteile wie für Gruppen. Wenn Sie sagen, Composite merkt sich eine Liste an Components, können in der Liste sowohl Einzelteile auftauchen, wie auch Zusammensetzungen, wenn ich mir eine Liste von Components merke. So spielt das plötzlich mit der Polymorphie zusammen. Diese Liste hier kann kreuz und quer alles Mögliche enthalten. Und dann wird man typischerweise noch solche Funktionen haben, dass man neue Elemente einhängt. Das passt dann zu dem, was Sie gerade eben gesagt haben, mit der Maus auswählen und so weiter. Ich würde an den Koordinaten feststellen, wer denn dazugehört. Und im Endeffekt würde dann so eine Funktion aufgerufen werden wie public void add. Füge eine neue Komponente, was dann wieder ein Einzelteil sein kann. Oder so eine Zusammensetzung. Component, das ist schwierig. So. Füge eine neue Komponente hinzu. Die Methode würde dann aufgerufen. Wahrscheinlich gäbe es auch eine Methode, um eine Komponente wieder rauszuholen. Und der nimmt einfach Components und hängt hinten an diese Liste die neu übergebene Komponente. Das als Beispiel, was man da jetzt so drin hätte. Natürlich bräuchte man x andere Funktionen, um das korrekt zu machen. Also nochmal im Überblick. Die Frage ist, wie kann man sowas realisieren? Einzelteile verhalten sich, haben bestimmtes Verhalten, drehen, Farbe einstellen, verschieben. Und eine Gruppe von Einzelteilen soll dieselbe Verhalten haben. Eine Gruppe soll für ein Einzelteil stehen können. Da soll es keinen gravierenden Unterschied geben zwischen Einzelteilen und Gruppen. Die Lösung dafür ist dieses Composite-Pattern. Sehen, wie abstrakt diese Lösung dann einfach ist. Das sind hier jetzt 3 Klassen, die passend zusammenspielen. Und der Job für den Entwickler ist dann, das wirklich hinzukriegen. Wie baue ich jetzt die Details zusammen? Aber die Details sind dann im Allgemeinen relativ einfach, wenn man mal die Idee gekriegt hat, oh, an dieser Stelle brauche ich dieses Pattern. Dann füllen Sie die Lücken ein und es ist mehr oder minder fertig. Grundgedanke, damit die Einzelteile sich verhalten können wie die Gruppen, oder besser, die Gruppen sich verhalten können wie die Einzelteile, beide erben von einer gemeinsamen Mutterklasse. Und alles, was sie gemeinsam können, ist in dieser Mutterklasse drin. Hier habe ich jetzt nur diese eine Methode. Man kann sie verschieben. Das jetzt zum Beispiel für ein Blatt, so ein Einzelteil. Es implementiert dann eben die entsprechenden Methoden und fertig. Die Gruppe, der Verbund hier, Composite, ist eine Nummer komplizierter. Er muss auch die entsprechenden Methoden implementieren, dass er dasselbe kann wie die Einzelteile. Aber obendrein muss er sich merken, was denn seine Einzelteile sind. Dieses Ding ist ja eine Sammlung von Einzelteilen. Und das Dümmste wäre, das jetzt mit einer Liste zu machen. Und dann braucht man natürlich noch extra Methoden, die diese Liste verwalten. Wer soll jetzt dazu, wer soll wieder raus? Vielleicht kann ich noch fragen, wie viele insgesamt drin sind.
und so weiter. Das ist das Composite-Pattern. Und wenn Sie mich fragen, kommt das deutlich häufiger vor als das Singleton-Pattern. Aber ich hoffe, Sie verstehen, warum ich mit dem Singleton angefangen habe. Das hier können Sie auf einem Bildschirm sehen, ist eine Klasse. Das hier sind mindestens drei Klassen und passt definitiv nicht mehr auf einen Bildschirm. Das ist eher so das übliche Kaliber von Patterns, dieses Composite, dass so zwei, drei Klassen zusammenspielen und dann auch jeweils zwei, drei Methoden darin rumfliegen, um ein relativ allgemein gegebenes Problem und übliches Problem auch vor allen Dingen zu lösen, auf bewährte Weise zu lösen. Das hier ist das, was dann typischerweise im Hintergrund läuft, wenn Sie irgendein Zeichenprogramm haben oder irgendeine andere Software, in der Einzelteile und Gruppen dasselbe können sollen. Nächstes Mal erkläre ich dann State und Model View Controller.